Gedächtnis von Hohenstaufen. Erstmals erklingt die Oper von Gaspare Spontini nach 180 Jahren wieder in deutscher Originalsprache auf einer Theaterbühne. Staufer und Welfer ringen im Mittelalter um die Macht im deutschsprachigen Raum. Mittendrin ein Liebespaar, Agnes und Heinrich. Ihre Ehe wird heimlich geschlossen und bewirkt, wie bei Romeo und Julia, die Versöhnung zweier verfeindeter Familien. Ein komplexes Werk mit höchstem Anspruch und eine Herausforderung für alle 190 Mitwirkenden. Die Inszenierungsidee? Mit Blick aus den Schützengräben des Ersten Weltkrieges heraus werden Entstehung und die Folgen eines übersteigerten Nationalismus in den Blick genommen. Eine große Orchesterbesetzung mit besonderen Bühnenmusikeffekten verlangt das Werk. Die Tuba übrigens feierte in der Agnes einst ihre Opernpremiere. Das Theater Erfurt bringt mit Agnes von Hohenstaufen eine Rarität auf die Bühne und macht durch den Klangreichtum von Spontinis Werk ein wichtiges Stück Musikgeschichte wieder erlebbar.